So, das hier ist die Wale-Sonderausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe. Wenn man hier in den Ausstellungsraum reingeht, sieht man hier verschiedene Wahlnachbildungen, die unter der Decke hängen oder auf den Fußboden kommen. Bevor es dann hier in den hauptsächlichen Ausstellungsbereich geht, wo die Wale dann schon nicht mehr so lebendig aussehen. Eine sehr schön gemachte Sonderausstellung, die jetzt noch bis Ende Januar hier in Karlsruhe zu sehen ist. Sehr schön dargestellt, die Ursprünge der Wale und vielleicht schon mal darauf hinzuweisen, so sahen Wale früher einmal aus. Und wenn Sie dann wissen wollen, wie am Ende aus diesem Vierbeiner so ein vermeintlicher Walfisch, der ja eben kein Fisch ist, geworden ist, dann erfahren Sie hier in der Ausstellung mehr über den Werdegang dieser faszinierenden Tiere. Was gibt es hier sonst noch zu sehen? Weiter zu die Entwicklung der Wale. Spannendes zu anderen Lebewesen, die mit Walen gemeinsam leben. Bis zu einem Exkurs über Walhirn oder die Essgewohnheiten von Walen. Als Bartträger mein absolutes Highlight, die Bartelwale. Hier sehen wir mal eine Original-Bartel in Originalgröße. Da kann ich noch ein bisschen arbeiten. Bis zum, wie ich sagen würde, absoluten Highlight der Nachbildung eines Walherzes. Ganz besonders wichtig zum Begehen. Aber wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen wirklich akkurat halt sagen, dass die Herz nicht Originalgröße hat, sondern tatsächlich als begehbares Modell größer gestaltet ist. Wenn Sie diese Details dann selber erfahren wollen, wie gesagt, bis Ende Januar ist die Sonderausstellung noch zu sehen, Naturkundemuseum Karlsruhe, kann ich sehr empfehlen. Viel Spaß dabei!